wirkliche Kinderkacke. Jeder macht mir hier auf keine Ahnung was. Na klar, ja, ich wollte keine Ansage machen. Ich wollte. Und es wird kommen, dass ich meine Sicht der Dinge mal über gewisse Leute sage, ja. Aber bestimmt nicht hier. Wann es passiert, es kann sein, dass die erste Folge schon am Dezember kommt. Aber ich werde euch noch berichten. So ein paar Sachen müssen noch erledigt werden und dann. Weißt du, was beschämend ist? Wenn Leute über dich was erzählen, und die kenne ich gar nicht. Wenn Leute über was dich erzählen, wirklich nur lügen, um dich schlecht zu machen, das ist Wahnsinn. Wann kommt endlich die Wahrheit über Bushido? Guck ihn dir doch an, reicht doch. Da gibt es keine Wahrheit mehr zu erzählen. Lern Deutsch. Es gibt viel, wie gesagt, es gibt viel, viel Schlimmeres in dieser Welt als TikTok. Jeder hier, der hat, glaube ich, die meisten Minderwertigkeitskomplexe. Menschen, die hier sind, haben, glaube ich, gehofft auf so eine App, um zu sagen, weiß ich nicht, Meinung zu kuscheln, wie es aussah. Wie gesagt, alles bald. Aber er soll danach nicht weinen. Ich wollte noch nie auf YouTube gehen. Wer nimmt bitte ein. Was heißt das? Wir warten alle seit Jahren, sagst du, bald erzählst. Guck mal, was ich euch erzählen will. Ich habe eine laufende Gerichtsverhandlung. Und ich hoffe, die endet diesen Monat. Okay? Und da ich jedes Jahr dachte, sie endet in den vergangenen 4 Jahren, hat sie aber nicht gemacht. Wie oft trainierst du? Ich versuche 4-mal die Woche zu trainieren und 3-mal Cardio über eine Stunde. Ja. Und wenn's, guck mal, ich verstehe nicht, auch wenn Leute hier reinkommen, ja. Kann ja sein, dass ihr mich nicht mögt, aber warum geht ihr einfach nicht raus? Geht doch zu den Leuten, die ihr nicht mögt. Wen soll ich als Gast holen? Ganz ehrlich, ich will eigentlich mit niemand live gehen. Ich wollte nur kurz euch Hallo sagen. Ach, was bist voll komisch. Warum bin ich komisch? Macht ihr noch Fußballturnier? Safe. Barello ist auch. Ja, wo ist denn? Ist Barello live? 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 Wie geht's, Arafat? Habibi, hallo, Schäfer. Alhamdulillah. Wie, du bist uns TikTok überlassen, Bruder. Wallah, du bist der einzigste real Typ hier. Du kannst nicht gehen. Ich mein's ernst, ich hab, ganz ehrlich, ich glaube, komischerweise war, die haben mir meine Accounts gelöscht und der ist einfach von meinem Telefon verschwunden. Auf einmal guck ich, ich sehe den irgendwo, der ist ja noch da. Ich tipp nochmal Code ein, der geht. Die werden schon durch die IP-Adresse löschen sie einfach von meinem Telefon. Das ist schon Wahnsinn. Krass, Mann, krass. Tipp mal auf dich drauf, da ist dann ein Viereck oben, tipp mal auf das Viereck drauf. Auf dich. Wie auf mich? Auf dein Bild tippen? Ja. Da kommt dann so ein Viereck. Wo kommt denn? Da kommt nur Team und LVL. Kommt nicht oben das Viereck, dass du größer wirst?
Wohin? Eigentlich, wenn du auf dich dann drauf tippst, auf dein Bild, dann kommt oben eigentlich so ein Viereck. Auf welches Bild meinst du? Also auf mein Live-Bild? Ja, ja, da wo du jetzt bist, du bist ja diese Viereck, diese kleine. Ja. Wenn du da drauf tippst, normalerweise. So meinst du? Genau, ja, so ist besser. Warum? So, man sollte dich sehen. Wir haben dich vermisst, Habibi. So ein richtiger Löwe mal wieder hier bei TikTok. Romance. Aber Wallah, lass dich niemals von diesen Hatern. Oh, das geht nicht. Du kannst dich nicht untergehen lassen. Habibi Arafat. Wallah, ich lass mich doch nicht doch nicht von so einem. Also, ich meine euch nicht alle, aber die meisten hier sind ist einfach nur ein Pennerfolg, Alter. Merkt ihr nicht? Beladen, irgendwelche Gossentypen, irgendwelche Junkies, voll. Keine Ahnung, was sie alles zu sich nehmen und kommen und machen ihnen Ansagen. Ey. Nein, ich meine diese Hetzmedien und so, weil du sagst, ich will nicht mehr diese TikTok-Scheiße und so. Ach, komm, ich bin die. Ach, die Medien, Alter, ich bitte dich. Die hetzen ja. Jeden Tag erfindet jemand eine neue Sache über mich. Aber warum haben die so auf dich abgesehen, würde ich gerne wissen, oder? Axel Springer. Was will der von dir? Er nicht, aber es ist natürlich eine Agenda und der damit angefangen hat, war Julian Reichelt. Und was ist deren ihr Sinn, Janis? Es gibt nur eine Möglichkeit, Arafat, wir gründen eine Partei. Wir gehen in die Politik. Ja, kauft mich. Schön für ihn. Also mich, ich bin nicht käuflich, erstens. Und eine Partei würde ich auch hier in diesem Lande niemals gründen. Ein bisschen provozieren, oder? Ich sag's extra, also die platzen. Ach, interessiert mich nicht. Deutschland hat den größten Maulkorb auf dieser Erde. Was mich wundert, sieht wirklich, dass ist eigentlich Deutschland war immer so ein Land, immer wo Ungerechtigkeit ist, die haben sofort auf den Finger, also mit dem nackten Finger darauf gezeigt. Ja. Und die befürworten wirklich, das ist krass. Wallah, ist krass. Wallah, du hast recht, Bruder. Du hast also die Zeiten, damals war Deutschland ein richtig geiles Land. Aber jetzt? Und jetzt kommen so Leute, na, wenn es euch nicht gefällt, dann geht doch raus. Na, ich bin einverstanden. Dann ist mal Leute, die Geister, die ihr weggeschickt habt, holt sie wieder zu euch. Ja. Ja, Wallah. Das hast du geil gesagt, Wallah. Holt sie wieder zu euch, dann. Wir gehen mit Kusshand, Wallah, mit Handkuss, wir gehen. Verstehst du, aber. Diese Filme und ich kann das nicht verstehen, Gesetze umändern, wo Massenmorde passieren, darauf wollen sie Gesetze umändern. Aller krank. Ja. Es macht auch keinen Spaß mehr, oder? Diese Welt, diese Instagram, alles. Man kriegt Depressionen, wo man reinschaut, das macht einen runter. Also ich hatte wirklich Deutschland als diplomatisch und es hat mich schon gewundert, dass sie bei Russland auch so eine Haltung hatten. Ja. Anstatt da, keine Ahnung, jemanden zu schicken, mit denen zu reden und. So waren die früher. Die waren früher so diese diplomatische, komm, wir reden, setzt euch an den Tisch, wir haben hier eine gewisse Position als Deutsche gehabt. Mittlerweile? Denkst du, das breitet sich noch aus so? Das ist erst der Anfang. Meiner Meinung nach. Was? Und irgendwas stimmt an der ganzen Suppe nicht. Also irgendwas stimmt da wirklich gewaltig nicht. Dass Deutschland da auch mitmacht, da stimmt irgendwas nicht. Keine Ahnung, mittlerweile, wir wollen ja hier keine. Ach komm. Und jetzt haben die deinen Account wieder freigemacht oder was? Habe ich jetzt richtig verstanden? Nein, nein. Ich habe doch gesagt, die anderen haben sie mir gelöscht. Und. Naja, du musst ja ein paar Leute sehen. Auf einmal haben sie so Manager, reden groß, so und dann kriegen sie links so ein Live-Ding, wa? Das heißt. Live Pro, kriechen Arsch. Aber dann frage ich mich bei den Managern, wenn die Leute, die sie managen oder unter ihren Fittichen sind, warum erlauben sie denen hier richtig abwerten, über Menschen zu reden. Warum sperren sie die nicht? Das ist doch ihre Aufgabe, oder nicht?
Oder das, ich schwöre dir bei Allah, die gleiche Frage. Ich habe ja zugeschaut, habe gesagt, er soll mich annehmen, aber dieser Hund, der ist, hat keine Männlichkeit. Und weil Angst haben, wollen sie ja, dass sie uns beleidigen. Aber ist kein Problem. Wir leben doch in einem Rechtsstaat und jeder hat hier doch seine Rechte, oder? Dann kann er doch das Gesetz auch als Waffe benutzen, oder nicht? Oder Bruder, ich sag dir ehrlich, mir ist das alles spanisch vorkommen, auch die Argumente. Islam und dies und Familie und kriminell und so. Yani genau diesen Scheiß, den die anderen labern. Und wir wissen alle, Bruder, jeder, der mehr 12 Gehirnzellen hat im Kopf. Holt doch nur von den Medien erzählt und denkt, er ist cool. Aber ist kein Problem, alles gut. Wallah. Jeder, am Ende des Tages, Ali, du weißt doch, wer du bist, oder nicht? Ja, Bruder, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einen, wenn einer so in der Öffentlichkeit redet, dass das halt ein bisschen eklig ist, ne? Ja, der redet in der Öffentlichkeit, tut so ein Mann, der traut sich nicht raus und versteckt sich in irgendeiner Kanzleibude und sobald jemand klingelt, ruft er die Bullen. Ganz großes. Egal, Bruder, jeder, der ein bisschen Verständnis hat, der dich kennt, der weiß wohl, was deine Absichten sind. Mahbub, Albert. ويقول شكوى وينتاك قلبه بعدين احكي معي الله يعينك والله الله يعينك هو ده ايجال واسيس والله كوك مال هي فور ديز دان دي دنيا اسكالت دنيا اسكالت اي والله والله بودا يشور باي الله ايش ليبي ديش فور الله und ich stehe hinter dir egal was ist Bruder jetzt egal wie viel Hater du hast Servus. Grüß dich, mein Freund. Ich habe dich letztens zurück angerufen. Du bist nicht rangegangen. Der 42 ist hier. Maschallah, das ist sein Auftritt. Nein, nicht deswegen. Er ist wirklich ein guter Mann. Das war stark, das Kino. Wie bitte? Es war stark, sage ich, diese Bild, Jani. Ja. Boah, Bruder, ich wollte nur sagen, gib nicht auf, ja, lass dich nicht von denen, geh nicht weg, bleib hier, Khalik. Da war ich an der Al-Aqsa. Ja. Maschallah. Bester Mann, selber gut. Da war ich an der Al-Aqsa, Bruder, in der Moschee und da wohnen Leute in der, also neben der Moschee, direkt an der Moschee Palästinenser. Und da habe ich mit denen gesprochen. Ja, ich weiß. Und da habe ich mit denen gesprochen und dann sage ich zu dem Bruder, warum lässt ihr euch das gefallen? Weil ich habe ja gesehen, wie die erniedrigen und wie die mit denen umgehen. Und da meinte der einfach, Bruder, nechna, wie sagt man, Dorn in ihre Augen, ich weiß nicht, was er jetzt gesagt hat. Ja. Und das ist das, Bruder. Und du bist genauso. Khalik, lahatta yidto'u. Weißt du, was ich verstehe? Ich würde ja gerne wissen, was ich für hier falsch mache. Das würde mich mal interessieren. Alles, Bruder. Islam. Also, wenn wir nach Regeln gehen, ja, müsste 98% der TikToker alle gesperrt werden. Mhm. Da hast du recht. Es geht aber nicht um TikTok, es geht um Politik. Ich weiß. Es geht um Reichweite. Bruder, du hast Einfluss. Die haben Angst davor. 10.000, 50.000 Leute sind manchmal im Stream drin, hören zu, haben Respekt. Weißt du, die hören da drauf. Du predigst ja nicht, Leute, geht Louis Vuitton kaufen, geht Alkohol, geht saufen. Du predigst Islam und das wollen die nicht, Bruder. Der größte Feind ist Islam. Ja, aber wir sollten doch alle miteinander und nicht gegeneinander sein. Nein, ich sage dir ehrlich, ich habe Christen als Freunde, Juden als Freunde, Jesiden, Buddhisten, Hinduisten als Freunde. Ist doch alles in Ordnung. Ich kann ihnen nicht meine Religion aufzwingen. Das ist ja auch richtig. Er erzählt mir seine Sicht der Dinge und ich erzähle ihm meine Sicht der Dinge. Ist ja auch cool, aber das ist das normale Leben. Aber die wollen das nicht. Die haben ja einen Plan, den die durchsetzen wollen. Und da sind wir alle Gift für die. Wir verfolgen ja nicht denen ihre Ideologien. Wenn die jetzt zum Beispiel zu einem Ali Safari sagen, hier, zieh Uniform an und geh rüber nach Irak oder Pakistan, Afghanistan, China und bekämpft die Leute, ein Ali sagt nein.
Warum? Weil er an Allah glaubt. Und die wollen Leute, die einfach machen, was die wollen. Genau, das ist es, die Ideologie, die sie verfolgen. Also ist immer nur entweder Öl, Gold, Geld. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ali, lass die Tiere frei, schreibt jemand. Ich meine, weißt du, was ich nicht verstehe? Was denn? Egal, wie viel Unfug auf dieser Erde machen. Ob ich, egal wer, ja. Er wird sterben. In die Fernseite und dann? Dann ist vorbei. Die wollen, nein, das lese ich lieber nicht vor. Wieso wohnt man in einer 15-Millionen-Villa? Hast du mir das Geld gegeben oder hat uns jemand das Geld gegeben oder wie ist das? Sehr starke Worte, danke Leute. Ich gönne dir, dass du in einer eine Milliarden-Villa lebst, nur dass du deinen Neid woanders hinpackst. Der Mann hat sein Leben lang gearbeitet, Leute, Wallah, ich küsse eure Herzen. Nein. Das und der ist schlau, Geschäftsmann. Nicht so wie hier irgendwelche Leute, die sich bei TikTok hier... Wirklich, also ich verstehe nicht. Ich wohne im Horst. Na, ist doch gut, dann wohnst du im Horst. Wo ist das Problem? Aber was sagst du zu Anwar al-Ghazi, der gefeuert worden ist von Mainz? Er wurde auch abgeklagt. Möge Allah eine Erleichterung geben. Heutzutage, wer recht redet... Aber das ist ihre Masche, jeden Mundtot zu machen. Aber das ist wirklich so geworden. Derjenige, der Gutes tut, der wird als Schlechter hingestellt. Der, wo Schlechtes tut, der wird als Gutes hingestellt. Ja. Ich wette mit dir, wenn ich jetzt rumrede über Sex und über irgendwelche versauten Sachen und keine Ahnung. Und ich würde nur das, so was, so RTL und die ganzen deutschen Sender zeigen, diese Temptation Island, diese halbe Puff, wo sie alle reingehen und keine Ahnung, dann wirst du gefeiert. Genau, so. Ja, ich weiß. Habibi, was die meisten Menschen so vergessen, guck mal, die sagen, Ali nimmt tiefer, dies, das. Leute, ich küsse eure Herzen, Wallahi, er ist ein großer Bruder. Und ich bin der letzte Mensch, der bei irgendjemandem schleimen muss, bei Allah. Alle, ich verstehe gar nicht, warum du dich rechtfertigen musst. Einfach, Männchen, sollen sie machen, was die wollen, Mann. Ja, Bruder, aber das ist doch ja, nee, die denken, das ist schleimen, das verstehen die nicht. Ich will denen doch zeigen. Aber wollen sie doch erreichen, dass du genau das wollen sie erreichen. Ich würde gar nicht darauf antworten. Dann sollen sie rausgehen, sollen sie irgendwo zu den Leuten, die genauso klatschen geblieben sind wie die. Ja, aber ja, was ich sagen wollte ist, dieser Mann, Allahumma barik, war auf roten Teppichen, war auf Galas, dies, das. Hätte er das gemacht, was die wollen, der wäre wohl ganz anders da, Leute. Aber weil er das nicht macht, ist er hier und die versuchen jetzt hier attackieren und machen und tun. Weil du gerade gesagt hast, diese ganzen Galas und roten Teppiche, die du alle da siehst, ja, alles ein richtiges Pennervolk. Richtiges Pennervolk. Aber das sind die Leute. Das mal. Früher dachte ich, man hat die im Fernsehen gesehen, man sieht die dann live. Ey, alter Schwede. Sobald man die kennenlernt, dann verlierst du jeglichen Respekt vor denen. Echt? Mauer, Ohr. Scheiße. Aber was ich sagen will, hättest du nach deren Dinger getanzt, Bruder, du wärst immer noch dort, die hätten dies, das gemacht, weißt du? Aber weil du dein eigene Dinger machst, so wie jetzt zum Beispiel, wenn du über Palästin redest, du bist direkt Feind. Allah Amin. Amin, Amin, Amin. Okay, Bruder, ich wollte nur kurz dir Salam geben und. Habib Ali. Wir sehen uns in Schoch, ja? Allah Ali, Habib Salam. Sagst du ja am Arafat? Die Salam mit Al-Bak. Allah Akbar, Salam alaikum. Salam alaikum, alle. Salam. Okay, wie gehe ich jetzt wieder raus? Also wie mache ich dieses Gitter zu? Abstellung.
Ja, ich wollte schon mal oder? Ich auch ab. Wie nochmal? Wie? Gast und dann wie? Geh auf Bild. Okay. Und dann? Einstellung. Was kannst du uns? Lass mich noch ein bisschen alleine kutschen. Okay, wie kriege ich dieses ganze Gas-Scheiß weg hier? Unten links? Ich hole Barello nicht wegen Einschränkung. Das ist scheiße auf Einschränkung. Wenn er will, kann er kommen. Nein. Verräter? Der macht dich schon nicht mehr richtig. Weißt du was? Du bist einfach... Du Adonis. Einfach Maniac, block ich dich. Wenn du Müll lauerst. Aber du bist auf deiner Tagesschau als Wetterbericht. Ja. Wie kriege ich denn das jetzt? Kann mir jemand helfen, wie ich das hier wegkriege? Stimmt das mit Gold? Wallahi, ich kenne diesen Typen nicht. Und ich werde nie jemand wieder irgendeine Aufmerksamkeit geben. Kann mir jemand, dass ich... keiner kann mir helfen. Mach Gast aus. Habe ich gerade gemacht, aber geht nicht. Wo mache ich denn Gast aus? Ja, wie? Verdammt, war gut, wie geht's euch? Am Morgen, so einfach Arafat. Stark. Wie ist Wetter in Berlin, Abi? Oh. So besonders. Arafat, Abi, ja, wir haben dich lange nicht gesehen. Sei ehrlich, Arafat, Abi, sei ehrlich. Hast du Barolo vermisst? Wallah, Barolo ist Dennis. Warum musst du mit ihm machen? Ich meine das ernst. Was? Weil er die Wahrheit sagt über gewisse Leute, so löschen sie ihn. So, ja, Wallah, das ist schon wirklich. Aber Wallah, man vermisst. Ich habe immer geguckt, bei euer Streit war einfach anders, krank. Wallah, ihr habt alles hops genommen gehabt. Wallah, ey, war dieser Streit inszeniert? Mit der Pizza? Ja, ja. Nein. Wallah, ey, bitte ein Match hier mit Arafat AB. Dann kann ich sagen, einmal gematcht mit Arafat. Für dich, weil du es unbedingt willst. Oh, Arafat, wie geht's dir sonst? Alhamdulillah, wie geht's euch? Alhamdulillah, gute Nachfrage. Wallah, lange nichts gehört, ja. Ja, lange nicht gesehen. Ja, kennst du den Amo? Ja, ich meine in live. Lange nicht gesehen. Du redest so lange nicht gesehen. Aber ich war mit Dings und so, mit Abu Hamza, mit... arrogante Pate ab und zu mit den Jungs. Wallah. Ich mach so Freestyle-Musik, dies, das und so. Und mein Traum wäre, einmal bei dir gesigned zu werden. Kann man das hinkriegen? Darf ich dir was anderes empfehlen? Sag. Und bitte für Frieden und Erleichterung für deine Geschwister im Nahen Osten. Ich hab keinen Mut.
Wer hat Musik an? Ich hab keine Musik an. Ja, wallah. Achso, ich hab Musik an, was ich mache. Mitverfolgt. Man betet. Ich boykottiere sogar Cola, Mac, Starbucks. Da, diese Boykott hilft auch. Wallah, diese Boykott hilft. 100%. Boykott hilft. Richtig, wirklich, was da passiert. Aber immer diese Ungerechtigkeit wird immer geben, ja. Bei, du bist auch so, also deine Familie ist alle, sind die alle da, Abi? Ist ja auch alles so. Ja. Ja, wir haben Familie da, aber dann sind nicht alle da. So. Ruhe in Frieden für alle, die gestorben sind. Das Krasseste ist, dass die Kinder gestorben sind, sondern. Wallah, nicht nur die Kinder, jeder Vater, jede Mutter, die gestorben ist, ist Rahmatullah. Wenn man traurig, dass so viele zugucken, weißt du? Wie sagen? Ich finde es so traurig, dass so viele zugucken. Aber Türkei wird jetzt was machen, inshallah. Ich weiß nicht, ob das nur Schwätz ist. Ich glaube, Türkei wird jetzt was machen, aber. Ja, ja, auf jeden Fall. Na klar. Nein, werden wir. Wallahi, die haben noch nie was gemacht. Noch nie. Nicht mal humanitäre Hilfe geleistet. Also hört bitte auf. Immer dieses Gequatsche. Die, na klar, könnten die natürlich politischen Druck ausüben. Aber reden es umsonst. Wusstest du, dass die Geschäfte machen und die verdienen im Jahr 6 Milliarden Dollar? Ja, da, das mit den Geschäften habe ich mitbekommen, ja. Okay, wir können was laberst du. Nach wann wollen sie helfen? Wo alle Palästinenser schon tot sind? Dann braucht auch keiner mehr helfen. Ja, Mann. Ja, Quatsch, Alter. Lass gucken, vielleicht helfen die echt, aber du hast recht, ist, wenn alle gestorben sind, ist es zu spät. Du Ehrenmann, zeig einen Krankenwagen in deinem Land, wo nicht türkische Flagge drauf ist. Ach, siehst du? Und das ist das Problem. Alle dieses Patriotismus, anstatt so Glaubensbrüder, Mensch zu sein. Nein, wir sind besser, ihr seid besser. Ja, mir, du bist der Beste, alles gut. Türkei ist im Tiefschlaf, Winterschlaf setzt über. Egal, ich will gar nicht darauf eingehen. Alles gut. Ihr habt recht und. Ich meine nur, weil Türkei hat erst mal was gesagt, alle anderen sind doch immer noch leise, habe. Wallah. Alle anderen sind doch leiser, Abi. Sag, Abi. Du hungerst, okay? Du wirst vergewaltigt und deine Familie wird ermordet. Aber ich rede. Hilft dir mein Reden? Nein, natürlich nicht, Abi. Aber ich dachte jetzt... Lügt euch doch selber nicht an und sagt, der redet. Ja, und viele reden. Ja, hast du gesehen, dass einer politischen Druck ausgeübt hat? Nein. Also hör doch auf. Aber wir können das machen, indem wir einfach wirklich Mc's, Starbucks, Arafat und alles boykottieren. Das kann man machen. Boykottiert alles, Allah. Genau. Südamerika? Südamerika ist besser als unsere Führer alle zusammen. Ich habe keine Ahnung. Tamam, ich sag denen, ich habe keine Ahnung, was willst du Cousin kommen? Ja, Bruder, ich will nur Frieden, Wallah. Frieden überall, kein Krieg, nix. Hallo. Das wollen wir alle. Guck dir Irland, Irland, Schottland. Weißt du, sogar in Amerika siehst du diese... Warte, wie stimmt das ist, ne? Krass. Wallah, die haben doch in Nahosten diese Kriegsschiffe von Amerika, die unterstützen sogar Israel. Was für Scherefs sind, was schon... Ach, Bruder, Araber helfen nicht, was laberst du, Jakob? Alle nein. Die sind doch so. Bruder, so viele Menschen sind gestorben. Ja. Alhamdulillah, sie haben Allah, das reicht. Wallah. Ja, Mann. Alhamdulillah, Allah es steht hinter uns. Und wisst ihr, wer vor Arafat steht? Bild. Wallah, Bild-Zeitung. Bild-Zeitung will ich Shops nehmen, aber ja. Egal, ey, ich wünsche euch alles Gute. Hat Spaß gemacht mit euch. Ja, Marvin. Pass auf, Dankeschön. Egal geworden, ist bitter, Robin. Salam alaikum.